Thorsten Wittmann, heute guten Morgen vom Sonnenaufgang hier am wunderschönen Lago Fagnano hier auf Feuerland. Ja, wir haben ein bisschen Glück und zwar heute scheint auch die Sonne. Ja, und das ist auch unser heutiges Thema, glücklich sein. Meine Partnerin und ich hatten gestern bei diesen Hotel Apartments hier, wo Sie mich gerade sehen können, ein interessantes Gespräch, was ich mit Ihnen teilen möchte. Und zwar hörten wir im Radio ein Lied von Amy Winehouse. Vielleicht kennen Sie ja die britische Sängerin. Die hatte wirklich alles, Ruhm und Geld, sehr viel Ansehen. Und ist mit 27 Jahren verstorben am Abstinenzsyndrom, weil sie sich dem Drogenkonsum entledigen wollte. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass nur alleine Geld selbst nicht glücklich macht. Sogar im Extremfall ins Gegenteil umverkehren kann. Aber, was man hier auch nicht vergessen sollte, Glück ist etwas Ganzheitliches. Nur alleine Gesundheit macht nicht glücklich. Nur alleine Top-Partnerschaft selbst macht nicht glücklich. Nur alleine einen erfüllenden Top-Beruf zu haben, macht nicht glücklich. Und nur alleine Geld zu haben, ebenfalls macht nicht glücklich. Es ist die Gesamtheit. Und dann ist Geld etwas sehr, ja, wie sagt man am besten, etwas, was das Glück sehr gut ergänzt, womit man Freiheit sehr gut umsetzen kann. Und dann Geld zu haben, ist etwas Wunderschönes. Und das sollten wir nicht vergessen. Und auch mit solchen Beispielen, Geld niemals zu verteufeln. Gut, mit diesen Worten schließe ich dieses Freiheitsinspirationsvideo ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben heute wieder eine Verlosung, und zwar einen original südamerikanischen Pudding. Wenn Sie dieses Video wieder liken und als zweite Gewinnmöglichkeit wieder fleißig Kommentare posten, dann haben Sie die Möglichkeit, ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Ich freue mich auf unser nächstes Freiheitsinspirationsvideo und dann sehen wir uns wieder hier aus tollen internationalen Orten. Herzlichst, Ihr Thorsten Wittmann. Sowohl für den totalen Anfänger als auch für den Fortgeschrittenen. Für mich als Profi ist einiges drin, wo ich sage, Respekt.